Nee, da hat irgendein Schild mitgenommen, das ist ja Dave. Ah, das ist schon ganz was anderes, glaube ich. Aber den behalten da. Ah, jetzt müsste ich da noch hüpfen wegen ihm und dann kommt mir der nächste durch. Verdammt. Jetzt mit dem vollen Tank. Grüne Flagge. Kann man leider nicht bis ganz hinfahren. Das Tape ausgedrückt. Oh, da war was. Was muss ich mich hier ein bisschen weiter raustragen lassen. Das würde gereichen, da muss ich ja gereichen. Die Kommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Irgendeiner von der Truppe macht die Linie. Fährt sie nicht schlecht und dann müssen alle anderen extrem aufpassen. Oh, der ist vorbei. Okay, alles klar. Kommen wir da beide vorbei? Wow. Das war nicht so gut. Wow, Kunja, wow, ich war noch neben dir. Kannst du mir mal rüberziehen? Reih dich hinter ihm ein und versuch dran zu bleiben. Vielleicht gibt es eine Chance, den Platz zurückzuholen. Das war halt nicht so klug. Zum Glück noch ohne Kollision das Ganze.
CRS habe ich vermutlich nicht, ja? Ah, doch, wieder. Okay, Abstand zum Teamkollegen 5,0 Sekunden. Wow. Ja, das nervt halt, wenn man immer ausweichen muss. Weil du mir dann doch mal probiert. Aber vorhin musst du ja auch bei mir ausweichen. Das war nicht hier, also anders. Ja, so muss man es eigentlich machen, ausbremsen und dann vorbei lassen, weil ja, es ist ein legitimes Manöver eigentlich. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Das ist nicht gut, mal hinterreichen. So muss ich dürfte schneller als er. Das ist ja auch total verpackt. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Grüne Flaggenbahn. Okay, alles klar. Oh. Wenn es wer schafft, dann Dave, der schafft sicher durchzufahren mit dem Reifen. Das war richtig gut getimt von ihm.
Ah, die haben jetzt auf die Mediums gewechselt. Okay, gut. Der beträgt 8,5 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7 Sekunden. Da verliere ich viel in der letzten Kurve. Vorbeilassen, weil der andere ist einfach nicht mein Gegner. Ne? Außen bleiben, weil ich muss an die Box.
Puh. Ganz allein in der Boxengasse. Auch nicht so oft. Fahr raus! Fahr jetzt raus! Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Hätte ich doch mehr pushen müssen. Ich gewusst hätte, dass der. Ah nee, fahr ich vor mich. Ich hab super, es sollte jetzt vorhin kommen irgendwie. Vielleicht bald. Aufpassen. Wer kann sie nicht pushen? Na, Turbo Boost. Codemasters Turbo Boost. Gebremst, aber ehrlich gesagt hat man das mit mir schon viermal gemacht in dem Rennen. Naja, jetzt passt es auf jeden Fall wieder. Die Reifen nicht zu sehr kaputt machen mit dem Ganzen hier. Aber es ist halt mein direkter Gegner, das ist ja nichts. Innen nicht, außen nicht, wie soll ich es denn machen?
Er verteidigt echt gut. Was hier raus beschleunigen kostet, richtig Grip hinten. Reduzieren den ERS-Einsatz, müssen die Batterie laden. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht vorbeikomme und pushen kann, dann wird sich irgendwann der Reifenvorteil umdrehen. Umstellen auf Mischung 2. Ich kann nur hoffen, dass er sich seine Reifen auch ein bisschen kaputt fährt. Von der Temperatur sind sie noch mehr derselbe. Ein Problem auch, dass er lädt, weil dann kann ich den Windschatten nicht so ausnutzen, wie ich das gerne würde. Aber jetzt bin ich doch knapp dran, oder? Dann zieht sie wieder weg. Man beträgt 5,3 Sekunden. Dran. Ich habe nicht so viel ERS.
ist halt immer noch im DRS-Bereich. Das war jetzt die zweite Warnung. Verdammt. Wo war die erste Warnung? Nur weh. Das muss ich pushen. Sonst sehe ich mein Insert noch mal dazu. Doofe Windows-Benachrichtigungsmanager schiebt mir gerade Nachrichten mit ins Bild. Der Abstand zum Führenden beträgt 36,3. Das nervt mich jetzt wirklich, dass ich da Strafen bekomme. Danke, Jeff. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Naja, das ist, glaube ich, nicht verdammt, jetzt auf den laufen lassen. Das hilft mir natürlich auch hier nicht, aber das ist der Dörfer nicht sicher. Die wäre definitiv gerichtet. Jetzt sollte ich mir nicht noch eine Strafe einfangen. Ich muss am Anfang den Zug zu sparen. Mich hat man schon wieder raus. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Thank you.
Er hätte schon zurückgezogen, er hat es geschafft. Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Ich habe keinen Spuck mehr. Das Problem ist jetzt genau der Reifendruck, der umgedreht ist, nicht im anderen. Zu lange hinter ihm. Ja. Aufpassen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 12,1 Sekunden. Ich kann ja von mir so Gas geben. Okay, Abstand zum Teamkollegen 24,9 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Fans pro Runde um etwa 2 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten Mediums. Die Reifen sind 11 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,0. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 3,0. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Thank you.
haben nur noch Benzin für eine Runde. I know. Wenn der noch nicht nachkommen würde. Das macht nichts, wenn der Wagen hinter dir dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Naja. Schade. Platz 11. Leider kein Punkt. Wurde Dave 5. Ja, ich glaube, dass der Boxenstopp, ich meine, hat nicht so viel gebracht, aber auf jeden Fall ein bisschen was. Oh, there was kind of intense. Dass der Brasso jetzt vor allem noch so vorne war, der war ja. Will I be able to get 12 places in this season? So, dann gehe ich jetzt auch noch schnell alle Strafen und so durch. Na, immerhin ein paar Levels. How did Shawnee get disqualified? So. He spun out in Ascari and I think he didn't bother to get out of the gravel trap, and if you stand still for too long you will get disqualified also. Oof. Die Rundenzeiten durch und dann sind wir in den anderen. Well, I guess I can't complain, another solid points finish. Ja, das war das Rennen für diese Woche. Mir ein bisschen mehr erhofft. Ging sich aber nicht mehr aus. Schade eigentlich.